Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Rockers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Schön, dass du wieder hier bist. Das freut mich ganz besonders. Und wenn dir das Video gefallen sollte, sei doch so nett und hinterlass ein Däumchen nach oben. Und falls du nichts mehr verpassen möchtest, einfach Abo dalassen und Glocke aktivieren und schon bist du immer up to date. So, das war die Einleitung, jetzt geht's los. Und zwar beim letzten Mal haben wir uns ja auch so ein bisschen hier mit rumgeärgert, nochmal mit der Schienenführung. Ich habe offscreen das mal ein bisschen entschlackt, ein bisschen geschmeidiger gemacht und das Ganze mal ein bisschen umgebaut. Und zwar fährt der eine Zug, der... Moment zur Erklärung, der hier hinten die Rohstoffe hinbringt, die sich ja verteilen auf diese beiden, auf das Lager und auf, wo ist es? Das Lager, was ja hierfür zuständig ist. Der fährt jetzt durch. Ein Zug momentan und die zwei anderen Züge, die normalerweise auch mit hier dran waren, die fahren jetzt hier hin und exportieren das Ganze gen Westen. Sollte jetzt auch klappen. Was ich mit euch heute vorhabe, ist eigentlich ganz einfach und ganz easy. Wir brauchen hier hinten nämlich auf jeden Fall viel mehr Arbeiter. Viel, viel mehr. Weil hier ist zu wenig drinne. Das geht so nicht. Und da wir hier die Stadt sowieso ausbauen wollten, werden wir uns da heute auf jeden Fall mal ranmachen. Und zwar machen wir uns als erstes daran, hier hinten definitiv mal was zu tun für die, Schienen. Danke. Schienen für unsere, Ziegelaktion. Die müssen wir hier irgendwie hier rüberfahren, bringen. Und das wird schon ein bisschen schwierig werden. Erstmal versuchen wir hier rauszukommen. So, so wenig wie möglich. So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Dass wir hier raufkommen und das Ganze dann auch in diese Richtung exportieren können. Ziegel. Damit unsere Baufahrzeuge auch hier hinten mehr Ziegel haben. Die wir dann nicht mehr teuer exportieren müssen. Was ja eigentlich ganz gut wäre, ne? Wenn wir da irgendwie ein bisschen was hätten. Nachteil an der ganzen Geschichte wird sein... Halt, nein, du sollst doch nicht bauen, danke. Dass wir hier diese Strecke nochmal belasten müssen. Aber da wir ja dafür gesorgt haben, dass jetzt hier definitiv mehr Platten reinkommen. Auch wenn es gerade nicht danach aussieht. Aber wir produzieren jetzt hier kontinuierlich halt Platten. Das heißt, der Zug hier wird relativ schnell immer voll und wir können mit unserem Ziegelzug da rein und das Ganze abladen. So zumindest die graue Theorie. Würde ich mal behaupten. Wir müssen uns auch noch um den Stadtteil kümmern. Die sind ja auch noch am Meckern. Die wollen Kultur und hast du nicht gesehen und überhaupt und alles Mögliche wollen die haben. Also es ist Wahnsinn, was die alles haben wollen. Aber erstmal müssen wir hier hinten für Voraussetzungen noch schaffen. Und als allererstes, wie gesagt, müssen wir zusehen, dass wir hier rauskommen mit unseren Schienen. Ich würde die gerne hier rüberleiten per Schiene, beziehungsweise natürlich per Brücke. Aber das hinzubekommen, wow, könnte haarig werden. Aber wir werden es probieren, ne? Also, 140, 135, 121, weil mit Tunnel werden wir hier wohl nicht weit kommen. Tunnel über dem Gelände, ja. Schön wäre es, ne, wenn man hier so direkt einen Tunnel bauen könnte, aber leider funktioniert das nicht. Dann würde ich hier so einen Megatunnel hinbauen. Direkt da drauf, aber leider klappt das nicht. Was ich ein bisschen schade finde, dass man keinen richtigen Tunnel bauen kann. Es sei denn, ich habe noch eine Funktion noch nicht gesehen. Nee, leider nicht. Schade. Gut, dann Brücke. Mal gucken, ob wir hier irgendwie hochkommen. 2, 3, kommen wir? Kommen wir hier rüber? Nein. Ich will die hier rüber haben. Verbindungswinkel ist zu scharf, das ist klar. Und das ist zu hoch, damit kommen wir nie hin. Ach, Autosave. Ist nur mal ein Test. Gucken, ob wir das hier irgendwie gewuppt bekommen. Na. So, komm. Bitte, bitte, bitte. Geh einen runter. 2. Ah. Shitte. Einer ging doch. Na, wo war es denn jetzt?
Da ist eine Möglichkeit. Können wir da auch einen runtergehen? Ja, das geht. Okay, das würde so gehen. Und dann hier rum irgendwie. Das war eine ziemliche Bastelarbeit, sag ich mal. So, mal gucken, was wir hier irgendwie das auch noch hier hinbekommen. Na komm. Okay, das passt. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir den da noch rangeswitchert bekommen. Wäre toll, wenn es geht. Geht sogar. Das ist eine Wahnsinnskonstruktion. Es wurde sicher gewünscht, ich soll mehr Brücken bauen. In den Kommentaren. Also gehen wir dann mal drauf ein und versuchen das Ganze jetzt hier mal zu machen. Wir müssen natürlich gucken, dass wir hier irgendwie runterkommen. Und das wird schon wieder knifflig werden. Ich würde am liebsten... Es ist zu eng, ne? Ich möchte da drauf. Vielleicht können wir das ja nochmal... Wir machen es nochmal weg. Vielleicht können wir das Ganze ja noch ein bisschen... anders regeln. So, okay. Eins... Ne, komm. Ein... Geh hoch. Hallo. Achso. Okay, Maximum hoch. Das ist zu steil. Versuch jetzt mal hier so rumzukommen. So, zack. Ne. Vielleicht muss ich da die Kreuzung nochmal anders setzen. Die Weiche. Weiter vorne oder sowas. Wäre ja auch möglich. Wenn wir doch mal irgendwie mal zwei hinbekommen. Verdammt, jetzt kommen wir da nicht mehr rüber. Doch, da war was, da war was. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Na. Ah, oh, das ist ja wieder Fummelarbeit ohne Ende. Wobei ich mir ja fast schon denke, dass es ja fast schlauer wäre, die andere Strecke halt zu probieren. Ja, da ist der Verbindungswinkel zu scharf, natürlich. Auf einmal, da ist zu scharf. Mhm. Du mich auch. Genau derselbe Winkel. Aber da meckert er. Das ist ja auch geil. Ne? Es ist exakt derselbe Winkel. Da sagt er nichts, da ist es okay. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Es ist, wie gesagt, es wäre wahrscheinlich hier wirklich einfacher, das hier zu machen. Ja, wir probieren mal einfach ein bisschen, ne? Hoppala. Machen wir mal weg. So, dann können wir den da einfahren lassen. Dann müssen wir das Ganze mal pausieren. So, das klappt. Dann werden wir jetzt mal die Schienen hier wegreißen. Na, hallo, mach weg da. Ach, Mensch, man sollte auch das Richtige anwählen. Na los, mach weg hier, komm. Ich habe immer so ein bisschen Schiss, dass es abstürzt, weil mit beim Thema Schienen ist das Spiel doch sehr empfindlich. Und neigt dazu, dann doch mal abzustürzen. So, komm. So, dann machen wir hier noch ein bisschen. Damit wir hier auch genug Platz haben. So, zack. Okay. So. Ich möchte die, wie gesagt, ungern kreuzen, dass die sich miteinander kombinieren. Das muss nicht sein. Na, Hügel verursacht Behinderung. Ah, das ist doch schon wieder Frame. Okay, das geht so. Dann machen wir es mal anders. Aber da rumkommen. Warte mal, es ist... Momento, wir wollen dann ja hier drauf. Er muss das... Ist ja schon schlimm genug, dass er das hier kreuzen muss.
Und dann gehen wir mal ab hier. So, zack. Ja, dann gehen wir auch. Das sieht eigentlich so ganz gut aus. Dann müssen wir nur noch zusehen, dass wir hier rüberkommen, ne? Und das wird, ja, das ist klar wegen der Dings. Und da kommen wir hoch. Und da meckert er schon wieder rum, weil da irgendwas nicht okay ist für ihn. Das ist doch auch ein Witz. Machen wir erstmal die andere Brücke. Ja, machen wir mal so. Und da Brückenpfeiler aufgrund der Infrastruktur darunter. Hier ist doch keine Infrastruktur, du bist doch besoffen. Das ist immer so eine Sache hier. Hallo? Ein höher geht's. Ja, das ist aber ungleichmäßig und das will ich nicht. Na Quatsch. Jetzt habe ich mich verklickt. Sorry. So, das ist ein Problem jetzt hier. Das gefällt mir ja überhaupt nicht, sowas. Okay, da geht's. Jetzt geht's. Okay, jetzt haben wir's. Mit der Brücke aus diesem Tal sozusagen. Jetzt können wir die normalen Schienen wieder verlegen. Eigentlich. Ja, mit einem Knick drinne. Nee. Fällt mir nicht so ganz. Ne? Wenn, dann machen wir es jetzt akkurat. Würde ich mal so behaupten. Warte mal kurz. So, den dann noch weg und den dann noch weg, den Zippel. Da kommen wir nicht dran vorbei, wegen dem Dingsbums. Oh, wegen dem Strom. Okay, Frame aus. Strom weggeruppelt. Schienen jetzt akkurat legen. Bitte, Schienen. Danke. Ja, besser. Viel besser. Sehr gut. Dann haben wir diese Infrastruktur schon mal geschaffen. So, das passt auch. So, jetzt wird's tricky. Denn wir müssen mit einer Brücke jetzt hier rüber. Erstmal bauen wir das wieder. So, und hier diese Kurve ist natürlich auch ein bisschen... Die Kurve werden wir gleich nochmal bearbeiten. Das gefällt mir dann doch noch nicht so ganz. Das ist dieser Schwung da, das muss nicht sein. Der aus wie so eine Art Fischerhaken. Das muss nicht sein. So, jetzt gucken wir mal hier, was hier Faktum ist. Mit der Brücke. 1, 2, 3. Komm mal nicht rüber. Kommen wir da? Ja, doch, 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 doch. Wir kommen rüber. Kommen rüber. Kommen wir auch hier rüber? Ja, das sieht gut aus. Bitte, 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 bitte. Na, das war wieder klar, ne? Da geht's wieder nicht. Ah! Mann! Halt. Nur so. Aber theoretisch können wir dich auch so hinpflanzen. So, dann müssen wir das nochmal... Na, das ist... Doch, doch. Würde vielleicht sogar gehen. Na. Natürlich nicht. Eine Sache muss wieder nicht gehen. Ah, das ist doch zum Mäusemelken. Es hätte so schön sein können jetzt. Ne? Aber nein. Brückenpfeiler aufgrund der Konstruktion darunter nicht. Ah. Mann, ist das ärgerlich. Es hat so schön gepasst gerade. Es hat so schön gepasst. So, komm, jetzt nochmal. Ja, speichere dich mal einen zu Ende. Okay, wir können... Ja, wir machen mal Folgendes. Moment, das ist, gefällt mir jetzt gerade nicht hier. Ja, mal ganz kurz ein bisschen anheben. Können wir dann hinterher wieder beheben. Kein Problem. Halt.
Na komm, wenn wir das hier vernünftig haben. So, jetzt nochmal mit Brücke bitte. 2, 3 hoch, ziemlich steil das Ganze. Okay, dann gehen wir ein Stück hier rüber. Quatsch. Geht. Und jetzt bitte geh. Warum willst du nicht? Wegen dem Pillepalle da? Alter, ey. Okay, dann machen wir es mal ganz anders. Wir lassen uns doch davon nicht in die Irre führen. Na, da lassen wir uns doch nicht ins Boxhorn jagen, liebe Freunde. Verklickt. So, zack, dann machen wir den Krempel hier nochmal weg. Oh, ganz weg. Dann machen wir es jetzt mal wirklich in hübsch und gut und schön und hast du nicht gesehen. So, also, wir wollen drüber. Ich will hier drüber. Allen, was dazugehört. Okay, da will er, da würde er machen. Das ist mir aber zu hoch. Geht auch ein tiefer? Okay. Schon eine halbe Hochbahn hier. Na, endlich. Was für eine Konstruktion. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie wieder runter. Und zwar möglichst schnell und steil. Nee. Nochmal kurz. Kriegen wir dich hier irgendwie. Ja, dich wollen wir sogar so rankriegen. Ob das auf der anderen Seite auch klappt, weiß ich nicht. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Natürlich müssen wir erstmal den Strom wieder wegnehmen. Wer hätte es gedacht, ne? Wer hätte es denn schon gedacht? Wer hätte es denn gedacht? So. Aufgrund der Konstruktion darunter. Weil da Fass ist und das sowieso nicht passt. Okay. Gut, das passt sowieso nicht. Verbindungswinkel zu scharf. Das ist zu steil. Das ist ja echt tricky hier, ganz ehrlich. Ich will die nicht kreuzen. Partout nicht, das ist furchtbar. Wenn man die kreuzt, ist das übel. Das gefällt mir nicht. Vielleicht müssen wir doch eher die konventionellen Weg gehen und hier so raus. Na, das ist Scheiß. Was für ein Scheiß, ganz ehrlich. So, okay, warte mal. Wir wollen das jetzt mal auf eine gerade Strecke bringen. Nehmen wir nochmal ein Stückchen was weg hier. So, das wäre dann gerade. Na komm. Und jetzt daran. Das passt. Das haben wir. Gut. Jetzt müssen wir gucken, was wir das jetzt nochmal hinkriegen. Dann werde ich jetzt nochmal ganz wegnehmen. Weil dieser komische Haken hier, dieses. So ist okay. Wenn wir das jetzt so rausführen, kann ich mitarbeiten. So, ich versuche das mal gerade anzubringen, aber das ist alles andere als easy. Ach, das ist alles ständige Autosave. Das geht einem auch auf den Puffer. Aber andererseits, man weiß ja nie, ne? Das ist ja so ein bisschen tricky. So, okay. Jetzt gucken wir mal, dass wir irgendwie hier mal hier hochkommen. 1, 2, 3. Müssen wir hoch. Wurde mir gesagt, man soll immer drei hoch.
Guck mal, warum will der da wieder nicht hin? Da war's doch. Mein Gott. So, drei hoch und dann müssten wir eigentlich jetzt so bleiben. Das Ganze jetzt hier irgendwie hier rüberleiten. Wenn wir das schaffen würden, wäre geil. Dann könnten wir hier rum und da dann ran. Halt. Kommen wir nicht rum. Verbindungswinkel zu scharf. Okay, warte mal kurz. Wenn der zu scharf ist, dann machen wir dich ein bisschen... bisschen schöner. So, dann lassen wir das mal so. Wir werden das schon irgendwie hinwuchteln. Na. So, okay, das ist das. Jetzt gehen wir hier rüber und jetzt bete, dass der jetzt hier auch passt. Ja, der passt auch, sehr gut. So, jetzt müssen wir nur noch runterkommen, ne? In Anführungsstrichen. Geht sogar, teilweise. Also mal gucken, dass wir das irgendwie da so hinwursteln. Geh mal runter. Oder aber wir machen das... natürlich eigentlich ein bisschen doof, dass das denn hier so... nee, das sieht nicht gut aus. Sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen perfektionistisch bin. Aber wir wollen es ja auch hübsch haben, ne? Lieber ein paar Minuten Zeit lassen dafür, anstatt da jetzt hinterher zu prummeln und zu machen und zu tun. Und dann funktioniert es wieder nicht. Machen wir den Frame aus, der nervt. Frame. Na komm, hoch. So, machen wir gerade. Machen wir auch gerade, sehr gut. Führe nicht da jetzt so lang. Der leichte Knick hier ist okay. Wir werden jetzt runterführen und dann versuchen, hier eine Schleife zu fahren. Versuchen. Okay, zu steil. Geht leider nicht anders. Also ich würde mir jetzt keine Lösung einfallen, die jetzt besser aussehen würde. So würde es gehen. Kriegen wir den so runter? Ja, so. Na, so. Ah, mal so. Nee, das sieht. Nee, das ist nicht gerade. So, machen wir mal so. So, sehr gut. Jetzt gucken wir mal, wie wir das jetzt hier hinkriegen. Möglichst. Okay, dann machen wir es mal so. Und da dann vielleicht so lang. Guck mal, so würde es sogar gut aussehen. Na. Ja, wieder Millimeter. Ach, das ist doch Mäusemist. Mäusemist. Komm mal nicht ran. Grrr. Okay, dann machen wir mal weg. Gucken wir mal, dass wir irgendwie da vernünftig rankommen. Machen wir es mal so. Kommen wir auch so? Nee, so geht's nicht. Okay. Damit kann ich leben. Damit kann ich doch arbeiten. Ja, damit kann man arbeiten. Komm, wir bauen das jetzt mal. Was kostet der Spaß? Ich sehe es leider gerade nicht, weil das Ding ist irgendwie zu weit unten. 685 Dollar. Ja, komm, mal bauen mit Dollar, ne? Was soll's. Komm, feuer frei, Kumpel.
So, und damit steht die neue Strecke. Hier ist noch ein Stück altes Gleis. Halt. Weg damit. So. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch eine Weiche. Nicht zu viel hier machen. Okay, müssen wir dann doch wohl hier vorne hinsetzen. Okay, dann setzen wir sie halt hier vorne hin. Mein Gott. Voraussetzung ist, dass der hier natürlich sagt, ist okay. Ja, macht er. So. Dann können sie da zurückfahren, dann passt das auch. Sehr gut. So, mal gucken, wie die hier fahren. Momento. Das Gleis kommt, das ist das fahrende Gleis. Okay. Das ist auch in Ordnung. Und du solltest dann... Ich kann hier kein Gleis mehr setzen. Ich werde noch zum Tier. So, hier darf er möglichst nicht stehen. Ja, das ist okay, da kann er fahren. Hier müsste er, sollte er eigentlich warten. Obwohl eigentlich... ja, die sollen eigentlich hier warten. So, und du sollst dann nicht hier drinnen stehen. Bis dahin vorfahren kannst du. Das ist in Ordnung. So, dann kommt jetzt hier eins hin, da eins hin. Zack. Zack. Nur so sollt ihr fahren. So und nicht anders. Okay, bau das mal. Damit hätten wir die Ziegelgeschichte hier am Start. Jetzt müssen wir natürlich uns noch mal ganz kurz um die Boys und Girls hier vorne kümmern. Ja, so geht's nicht. Okay, das ist eine doofe Idee. Ach ja, komm, hör auf zu spinnen. Alles gut, hier, fahr weiter. Du findest deinen Weg schon. Ja, oder auch nicht. Ja, ja. Ich weiß warum. Na komm. Weil du keine Möglichkeit hast, rüberzufahren. So. Signalchen. Okay. Du dann in... die Richtung und du dann in die Richtung. Na, mach mal. Gebaut werden muss auch. Okay, warte. Der hat jetzt wieder gerade eine Vollmeise. Was ist das hier? Bushaltestelle, okay. Fahr dahin. Ja, hier, guck das mal an. Voll Klatsche jetzt gerade. Junge, du sollst hier hinfahren. Dreh um und fahr dahin. Mein Gott. Der hat doch gerade echt eine Vollmeise, ey. Was ist denn jetzt wieder mit dir los? Mein Gott, jetzt hat er wieder richtig einen an der Waffel. Ja, weil da das Dings ist. Dann bau es weg hier. Komm, fahr. Werd glücklich. Aber bau dich erstmal richtig wieder auf. Aha, jetzt rafft das wieder. Fahr mal.
So, jetzt müsste es eigentlich gehen. Ich werde da zurück. Mal gucken, was er macht. Okay. Soweit, so gut. Okay, das klappt jetzt. Das Ding haben wir hier auch fertig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hier ist das Ding auch fast voll. Gebäudes ohne Strom. Strom haben wir vergessen. Den Strom. Jetzt müssen wir erstmal ganz kurz gucken, wo denn der Strom hier lang eiert. Der Strom. Ich glaube hier, ne? Okay. Zack. Wo haben wir den denn jetzt abgerissen? Hier. Kommen wir nicht lang, oder was? Ich werd zum Tier, ey. Doch, so geht's. So, dann müssen wir jetzt wieder Strom haben. Weg damit. Ja, alles wieder gut. Wird wieder produziert. Okay, okay, das haben wir. Damit haben wir das jetzt hier auch schon mal erledigt. Das ist sehr, sehr gut. Damit können wir Ziegel transportieren. Und Holz und was weiß ich nicht was. Da werden wir einen Mischzug anbauen. Und das Ganze dann demnächst weiter in Betrieb nehmen. Ich bedanke mich für heute. Hinterlasst ein Däumchen nach oben. Und beim nächsten Mal schicken wir dann den Ziegelzug bzw. den Mischzug auf die Reise, damit der hier verteilt. Und damit wir hier auch wieder lagern können. Also macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.